Viel Platz, viel Sport und weit weg vom Mainstream. Wer den etwas anderen Kombi sucht, hat schon seit einiger Zeit die Möglichkeit, in einen Jaguar einzusteigen. Nun haben die Briten ihren XF gründlich weiterentwickelt. Zunächst mal sieht er nach wie vor gut aus, und zwar von allen Seiten. Wer ihm von vorne auf den Kühlergrill und die Motorhaube schaut, sieht keinen Unterschied zur Limousine. Erst beim Blick auf die Seite und das recht schicke Heck wird klar, dass man hier richtig was reinpacken kann. Die zweite Generation des XF Sportbreak ist einen Hauch kürzer als der Vorgänger, nämlich ganze 6 mm. Dafür ist der Radstand um fast 5 cm länger geworden. Der liegt jetzt bei knapp 3 Metern. Das hat zwei Vorteile. Die Beinfreiheit im Fond hat etwas zugenommen und das Ladevolumen hat sich vergrößert. Der neue XF Sportbreak bietet jetzt ein Kofferraumvolumen von fast 600 Litern. Wenn dazu noch die Rückbank umgeklappt wird, passen hier sogar 1700 Liter Ladung rein. Also der nächste Urlaub oder Großeinkauf sollte kein Problem mehr sein. Für den Antrieb stehen ein Benziner und etliche Diesel zur Auswahl. Der Vierzylinder-Benziner holt aus seinen 2 Litern Hubraum 250 PS raus. Somit schafft er dann die 100 in gut 7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 240 km pro Stunde. Die kleinen Vierzylinder-Diesel mit jeweils 2 Litern Hubraum gibt es in drei Stärken von 163 bis 240 PS. Am besten geht natürlich der XF mit dem 3 Liter V6 Diesel. 300 PS stehen hier maximal zur Verfügung. Schon ab 2000 Umdrehungen schaufelt er ein Drehmoment von 700 Newtonmetern an alle vier Räder. 250 Sachen Höchstgeschwindigkeit sind kein Thema. Die 100 knackt er in 6,6 Sekunden. Das Fahrwerk macht jede noch so sportliche Fahrweise locker mit. Dank der sehr direkt ausgelegten Lenkung kann man ihn so richtig schön durch die Kurven fetzen lassen. Soweit so sportlich. Doch im Grunde genommen ist er ein Kombi für Genießer mit Stil und einem Faible für britische Lebensart. In Deutschland ist der XF Sportbreak ab 44.000 Euro zu haben. Unser 3 Liter Diesel mit entsprechender Ausstattung liegt bei mindestens 70.000 Euro. Dafür gibt es einen absolut gediegenen, individuellen, bärenstarken Kombi mit viel Ausstrahlung und überraschenden Kraftreserven. Doch keine Sorge, jede Menge Fahrspaß bieten alle Sportbreak-Varianten. Von daher, wer mit dem Gedanken spielt, sich bald mal einen Kombi zuzulegen, sollte sich die Raubkatze ruhig mal genauer anschauen.